gerade etwas irritiert gewesen, so, hä? Perspektive, was, wie? Ja, und damit heiße ich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom. Und wir wollten natürlich zu den Quallenfeldern und das machen wir jetzt. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au! Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Das klingt auch irgendwie falsch, oder? Naja, also hier auf den Quallenfeldern können wir noch nicht alles einsammeln, weil uns einfach ein paar Fähigkeiten fehlen. Das aber zu gegebener Zeit, wo man dann an der Stelle ist. Die kann man zum Glück noch so wegmachen, ganz simpel. Was wir halt einsammeln können, werde ich entsprechend einsammeln. Die können wir auch wegmachen. Ich weiß nicht, ob wir die Schilder lesen wollen oder nicht. Ihr seht auf jeden Fall, weil die Informationen, die die Schilder geben, kann ich euch eigentlich auch geben. Deswegen lasse ich das einfach. Ich habe das eher für mich persönlich als störend empfunden in der letzten Folge. Und ja, zu der Socke kommen wir halt gerade nicht hin. Einfach aus dem simplen Grund, SpongeBob kann nicht schwimmen. Kommen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt hin. So, die Kisten sind ganz wichtig. Das sind so Teleportkisten. Wenn man jetzt noch die andere Kiste davon findet, dann kann man leichter von Anfang bis Ende, Mitte oder irgendwo hinkommen. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Achso, ups, die habe ich gerade ganz übersehen. Wie eine Frühlingsbrise. Genau. Ein paar Sachen einsammeln. Ja. Ich überlege gerade, was ich noch so über die Quallenfelder erzählen könnte. Ich habe jetzt schon, ihr habt den Schnitt ja sicherlich gemerkt, bei der Socke schon Spoiler gegeben, weswegen ich das dann umgeändert habe, weggeschnitten habe. Das Schöne ist ja, dass man immer mal so ein bisschen auch nach oben gucken muss, ob hier irgendwo was ist. Weil Sachen sind gerne oben. Bei ganz vielen Sachen sind es einfach nur irgendwelche Socken, bei denen ich mir nicht die Mühe mache, die... Unterhosen, bei denen ich mir nicht die Mühe mache, zum Beispiel über solche Dinger zu hüpfen. Ich habe das jetzt hier gemacht, weil oben grüne Dinger waren. Glänzende Teile. Glänzende Objekte müssen wir hin und wieder bei solchen Muscheln ausgeben, damit wir halt wie jetzt hier eine Brücke freischalten können, um weiter voranzukommen. Oder auch andere Sachen, um dann auf die Art und Weise entweder vorankommen zu können oder Sachen freizuschalten, weswegen wir dann auch an Pfannenwender, Socken und so weiter kommen. Na komm, die will ich auch einsammeln. Das ist schließlich wertvoller als Rot. Das Schöne ist auch, wenn man halt drauf geht,
darf man ja das Gebiet nochmal neu machen. Und dann sind die Kisten alle wieder da. Aber ein paar von den glänzenden Objekten halt nicht. Die man so eingesammelt hat. Ich glaube, da waren grundsätzlich alle immer nicht mehr da. Da haben wir schon mal die erste Socke in diesem Gebiet. Die Dinger sind noch für später wichtig. Oder interessant. Einmal zum Einsammeln, aber speziell eigentlich wegen dem da. Kommen wir aber von hier aus nicht ran. Erst etwas später. Wie so vieles andere auch. Aber grundsätzlich gilt halt aufpassen, Roboter vernichten. Aufpassen, dass man nicht halt von den Robbern getroffen werden. Oder Quallen. Die tauchen übrigens auch alle wieder auf, wenn man halt draufgegangen ist. Auch immer sehr lustig. Außer ich glaube, man hat einen Checkpoint erreicht. Ich glaube, dann ist der Rest davor erstmal nicht mehr da. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Und es war mal so, mal so. Aber tut ja auch nichts zur Sache. Grundsätzlich die Devise, vorsichtig sein und sich drauf freuen, dass unliebsame Leutchen wieder da sind. So. Im Punkte Socke kommen wir mit dem hier. Das kann SpongeBob aber nicht benutzen. Weil damit, das ist so eine Eisfrucht. Kann man Wasser einfrieren und dann rüber. Können wir aber nicht benutzen. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ich glaube, dort kommen wir hin. Ja. So. Der da ist wichtig. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Finde ich auch immer mega befriedigend, Knöpfe drücken. So. Mit dem kommen wir nämlich hier rüber. Um an diese Socke zu kommen. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Ich liebe solche Sprungdinger. Weil ich liebe das, wenn man durch die so über die halbe Map geschickt wird. Ist immer voll lustig. Komm ich an, ja. Gut. So, dann können wir eigentlich. Ja, an der Seite hoch. Müssen ein bisschen auf die Kugelfische aufpassen. Aber man sieht halt genau, wo die landen und wo nicht. Da ist nämlich kein Gras, wo sie landen. Deswegen sind sie dann ganz easy zum Gehen. Ganz praktisch. Was war das? Ach, nur eine Unterhose. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht dran erinnern. Ganz easy zu umgehen. Ich wiederhole es. Wie eine Frühlingsbrise. Brauchst du ein Dash? Ja. Was ich mich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mich nicht dran erinnern kann, dass da eine Socke oder irgendwas dergleichen war. Tobaks. Ich mache die Kanone weg. Ey, ey, nicht, nicht. Nicht SpongeBob, bitte. Hab mich kurz erschreckt. Solche Kanonen gibt es öfters mal. Wie ein neuer Schwamm. So, den da will ich einsammeln. Ich weiß gar nicht, wie viel welches davon einem bringen. Nie drauf geachtet. Hey Gary, was geht ab? Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im Himmel. Den Pfannenwender, den wir unten gesehen haben, kriegen wir nur über solche Banshee-Dinger hin. Upp. Man kann so ein bisschen steuern. Und man kann nochmal neu springen, während man hier hängt. Dann landet man ein bisschen tiefer und kreist halt so B auf zurück. Kreist ist halt bei der PlayStation, ne?
wo ich es vorher mal gespielt habe. So. Wenn wir den Dings betätigen, damit wir hier weiterkommen. Und somit auch weiter zum Quallenkönig. Nimm das! So. Jetzt gibt's neue Gegner. Ist ganz interessant. Die hauen sich wirklich selber, wenn die einem Schaden zugefügt haben. Die können wir aber auch ganz leicht hier halt so per ganz normalem Angreifen erledigen. Was ich immer ganz cool fand, ist, dass neue Roboter halt in solchen kleinen Videos vorgestellt werden. Ich finde das so mega. Einfach so lustig. So, hier müssen wir im Endeffekt weiter, aber wir räumen natürlich noch ein bisschen hier auf. So wie sich das gehört, ne? Guck, der ist ein bisschen schwieriger zu kriegen. Ist deswegen auch lila. Falls ihr euch da an die Infobox erinnert, die er gesagt hat, dass bestimmte Sachen halt schwerer zu kriegen sind und die deswegen auch wertvoller. So, da seht ihr was. Das geht erst, wenn SpongeBob etwas gelernt hat. Könnte ich jetzt im Schild nachlesen? Mach ich nicht. Ich ignoriere die Schilder. Ich selber weiß es ja und ich fand es so ein bisschen so zwiespaltig, ob ich das jetzt toll fand oder doof, dass man da so gespoilert wird oder nicht. Ich lasse es jetzt einfach deswegen. Außerdem kriegen wir das auch bald, die Fähigkeit. Und vielleicht könnt ihr auch euch schon einen Reim draus machen. Weil schließlich habt ihr ja was sehen können und ist gleich eine Idee. Ein Tipp meinerseits, es hat auf jeden Fall etwas mit es glänzt. Seifenblasen zu tun. Wie so gut wie alles von ihm, ne? Oh Gott, ich dachte gerade, ich falle jetzt runter. Da ist Seifenblasen. Da ist Seifenblasen an den Füßen. Selbst das ist ja eigentlich das Teil für Seifenblasen, ne? Wie nennt man das denn? Keine Ahnung, wie man das nennt. So. Alles schön sammeln. Und da oben ist nur wieder eine Unterhose. Und hier kriegt man jetzt halt den Hinweis, dass SpongeBob halt nicht schwimmen kann, ne? Wobei man sich ja auch denkt, hier, guck mal, so eine Mühe würde ich mir gar nicht machen, nur für diese eine Unterhose und diesen blauen Dings. Weil Unterhosen gibt es hier wie Sand am Meer. Und ja. Aber ich finde es immer noch sehr interessant, dass SpongeBob nicht schwimmen kann, weil er ist ja eigentlich unter Wasser. Aber wie hat mein Mann gesagt? Das ist doch Goo. Ja, ich bin anscheinend nicht so bewandert in der SpongeBob-Welt. Na gut, ich habe auch nicht sonderlich viel geguckt. Ein paar Sachen, ja, man kommt so, man kam halt eine gewisse Zeit nicht drum herum. Aber ja, es war jetzt nie so derjenige, der gesagt hat, oh mein Gott, ich muss jetzt jede Folge gucken. Ist ganz lustig, aber ja. Wobei ich es mittlerweile lustiger finde als damals. So, da haben wir die nächste Socke. Eigentlich müssen wir dort weiter. Ich will aber jetzt erstmal noch hier lang. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger abzuschätzen. Für mich vor allem. Ich habe so ein Problem damit, so bestimmte Abstände irgendwie zu machen. Also hier so, ja, dass es einem klarer wird, sag ich jetzt mal. Lol, den habe ich nämlich nicht gesehen gehabt, als ich das gespielt habe. Und bin dann halt ganz normal runter und dachte mir, toll, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Deswegen bin ich zuerst hier oben hin.
Weil die Sachen hatte ich nämlich überhaupt nicht gesehen und gefunden. Und dann war das so dieses... Verdammt. So, der Beweis, SpongeBob kann nicht schwimmen. Ja, und dann hatte ich nämlich nachgeguckt gehabt und da dachte ich mir so, okay, ja, dann wurde als erstes das gezeigt, was ich jetzt hier als zweites eingesammelt hatte. Ich bin bereit. Und, ja. Durfte den ganzen Weg nochmal machen und dachte mir so, yay, super toll. So, ihr seht auch, die Kanone ist wieder da, man hört sie. Die ganzen Kisten sind wieder da und auch die Roboter. Also hat, ich weiß nicht, nee, ist kein Checkpoint zwischen, oder? Nee, oder? Ich hab keine Ahnung. Was weiß ich. So, und hier vorne sind wieder Roboter. Und das da hinten ist eine Robotermaschine. Damit die nicht zerstören, produziert die immer weiter Roboter. Ich kann es euch ja mal zeigen, hier an denen. So, die drei sind weg. Man nennt mich auch Schwaminator. Und da werden die nächsten Roboter hergestellt. Das kann halt ein bisschen nervig sein. Deswegen möglichst schnell zerstören, angreifen und weg. Es explodiert und macht einem Schaden. So, hier haben wir den nächsten Pfannenwender. Und jetzt haben wir auch schon genug, um das nächste Gebiet freischalten zu können. Und Szenewechsel. Mehr Jungfrau Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwarmjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, ich komme! Was ich auch immer voll goldig finde, ist, wenn er so auf mutig und Superheld macht, dass dann seine Krawatte mal so im Wind weht. Ja, das hier ist eine Rutsche. Mir ist es erst nicht aufgefallen, auf welche Art und Weise er rutscht. Meiner Tochter schon. Und ich bin seitdem etwas verstört und frage mich, warum? Weil das ist Sand. Er rutscht nämlich mit seiner Zunge. So, hier müssen wir uns jetzt gleich ein bisschen mehr rechts halten, damit wir hier hochkommen. Schenke öffnen ist klasse. Weil hier ist nämlich eine Socke. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Aha, verdammt, das hat natürlich nicht geklappt. Ist es aber kein Problem. Da oben ist nämlich noch eine Socke. Und hier ist eine Kiste. Da kommen wir nämlich am Anfang der Rutsche. Da muss man nämlich ein bisschen timen. Ich hatte echt meine Probleme gehabt, auf der Rutschpartie zu weiter weg zu hüpfen. Das war etwas schwieriger für mich. Aber ich habe das mittlerweile rausgekriegt, wie es funktioniert. Ich bin halt einfach beim Rutschen, dachte ich mir dann, okay, wenn du dann so beim Absprung bist, ne, springst du und nimmst den Pfad mit. Das Spiel macht aber da irgendwie so einen Stopper. Also, der nimmt den Schwung nicht mit. Nur wenn du mit dem Joystick halt auch nach vorne drückst. Dann klappt das. Wisst ihr, wie viel ich geflucht habe? An einer anderen Stelle, weil die Socke habe ich beim ersten Mal spielen ja auch nicht gesehen. Erst durch das Video, wo ich es danach geguckt hatte. Du musst zu Patrick, um ihm zu helfen, aber er ist unerreichbar. Vielleicht erzeugen diese Schalter einen Weg. Sie werden von den Robotern schwer bewacht. Du musst dich durchkämpfen. Musikwechsel, auch richtig cool. Also ich bin echt begeistert von dem Spiel. Es macht echt Laune. Es hat zwar auch einige Stellen, wo man wirklich sagt, warum ist das für Kinder, wenn ich das selber nicht mal hinkriege? Also vom Geschicklichkeitsfaktor her. Oder ich bin einfach echt null geschicklicher. Oder es ist viel schlimmer. Das würden sogar Kinder hinkriegen und ich krieg's nicht hin. Diese Perspektive ist ja noch schlimmer. Ja, hier ein bisschen springen und dann... So... Machen wir den Roboter auch weg. Gibt uns immerhin glänzende Sachen. Ich weiß gar nicht, wie viele glänzende Sachen wir brauchen.
Bei Mr. Krabs das herauszufinden ist ja easy. Der macht so ziemlich selbe Schritte. Aber gibt ja noch so viele Sachen, die man durch Muscheln einfach freischaltet, wo man halt letzten Objekte braucht. Da, die habe ich beim besten Willen nicht im Kopf. So. So, jetzt. So, da haben wir auf jeden Fall den Weg frei, um zu Patrick zu gelangen und ihn dann zu retten. Hey, SpongeBob! Puh, ein Glück bist du in Sicherheit, Patrick. Ja, natürlich, SpongeBob. Warum sollte ich es nicht sein? Naja, die Roboter und die... Ach ja, das hier habe ich für dich gefunden. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber es sieht wichtig aus. Danke, Patrick. Ich sag dir was. Diese Herumrennerei hat mich total erschöpft. Warum machst du nicht ein bisschen weiter? Okay. Ja, und jetzt sind wir Patrick. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war nämlich etwas, was ich gespoilert hatte, aber hoffentlich auch rausgeschnitten habe. Und zwar spielen wir nicht nur SpongeBob, sondern halt auch Patrick. Was richtig cool ist, und ich laufe extra in die falsche Richtung, weil ich zu dieser Eispflanze, nämlich Eisfrucht, hin möchte. Denn Patrick kann diese benutzen, damit wir uns diese Socke da holen können. So, wir sind gleich da. Patrick greift als normalen Angriff mit seinem Bauch an. Er kann auch so einen Stampfer machen mit seinem Popo, aber er kann nicht hochspringen. Sowas ist immer ganz wichtig. Weil zum Beispiel die hier kann er nicht wie SpongeBob nach oben betätigen. Dafür kann er halt andere Sachen, wie zum Beispiel diese Frucht benutzen. Löst sich halt auch nach einer Weile auf, ne? Und jetzt haben wir 15 Sekunden Zeit, um uns die Socke zu holen. Ich finde immer so schön, wie er hier so lang rennt. Das. Dann können wir wieder zurück, beziehungsweise ich würde an dieser Stelle einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder und werden dann da, wo wir zu Patrick gewechselt haben, dann entsprechend weitermachen. Bis dann, tschüss, eure Teil.